Hallo, einen schönen guten Morgen euch allen da draußen. Wir haben heute Samstag und ich werde euch heute mit der Kamera mal mitnehmen, was wir heute so treiben. Ich wollte nämlich gleich mal zum Baumarkt fahren und ein paar Sachen rausholen. Es blüht ja schon draußen und ich möchte jetzt auch mal den Balkon wieder auffrischen. Das habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gemacht. Cool, Gesundheit. Und ja, dann wollte ich euch heute noch auf ein kleines Eventchen mitnehmen heute Nachmittag. Also viel Spaß bei diesem Vlog. Und am Ende des Vlogs gibt es auch noch eine kleine oder eine große Ankündigung. Also bleibt auch bis zum Ende dran. Wir haben uns jetzt für so ein Bäumchen entschieden. Den finde ich richtig schön. Nur eine. Nee, komm, die sind schon süß, diese kleinen. Und sein Anzug ist auch total süß. Das ist auch von Petit Couch. Couchon. Grün oder gelb? Ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Ein neuer, schöner Jersey-Stoff. Also er ist nicht gefüttert. Und voll die schöne Farbe, oder? Und die Mütze ist auch von Petit Couchon. Ach hier, hier sind ja auch noch welche. Oh, haben wir dir eine kleine Gießkanne gefunden? Die ist aber süß, ne? Nehmen wir mit. Kannst du einpacken. Oder nur trägst du die? Heute bist du wieder da. Wir stehen so voll im Motiv drin, es tut uns leid. Oh, ich würde alles gut. So, first things first. Are there any florists in the room, actually? No, sometimes there are. If you were to buy this direct from the market or from a grower, somebody that grows flowers, it would come with these leaves all the way down. Okay, so another couple of minutes and then we'll come to tying and wrapping them. Anyone who needs anything should be useless. It looks like everybody's just gone with it. Yeah. Oh, ich zerquetsche hier gerade ein paar die Rose. Okay. Das fetzt sich hier gerade. Ein ziemlich wildes Sträußchen. And I take the free end of the string and I literally wrap it around my bind point so that the string replaces my hand. That's what I want. Two or three flowers, otherwise have another drink, enjoy the sun. Thank you very much and well done. Thank you. Thank you. Mittlerweile sind wir auch schon wieder zurück oder ich bin zurück und jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, was ich geholt habe im Baumarkt und gerade eben auch noch. Diese Schale soll für die Aloe Vera Pflanzen gedacht sein. Ja, danke schön. Das Wasser bleibt da nur, das ist nicht zum Spielen. Ja, genau. Und ja, hier unser Blümchen, unser Bäumchen mit einem 19 cm oder 17 cm Topf von Granit, habe ich gerade eben noch geholt. Da sieht man es ja auch schon, Granit aus Beton. Und dann habe ich noch diese... Nein, nein, machen wir jetzt, dann gehen wir jetzt Zähne putzen. Diese Zierpflanzen geholt für den Balkon. Da fehlen noch Töpfchen. Und jetzt seht ihr die Ankündigung, die hat sich natürlich wann anders gedreht, aber ich dachte, die gehört unbedingt in dieses Video. Also schaut euch auch das jetzt noch an. Viel Spaß dabei und danke fürs Zusehen. Tschüss. Seht ihr schon am Titel, heute möchte ich euch etwas verkünden. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was das wohl sein könnte. Trommelwirbel. Das Kind trägt einen Namen, es heißt... nestliving.de. Hey! Hallo! Ihr kennt ja schon Mae aus einigen Videos und wer sie noch nicht kennt, sie kann sich ja auch gerne vorstellen, denn wir machen zusammen unser kleines Baby... Klingt komisch. Baby. Wir machen zusammen unser Baby. Kleines Baby. Das klingt sehr komisch. Wir tragen zusammen unser Baby aus. Wir haben schon lange darüber nachgedacht, einen gemeinsamen Blog zu machen und jetzt ist es raus. Wir haben gemeinsam nestliving.de gegründet. Auf diesem Blog könnt ihr
Rezepte für die ganze Familie erhalten, sowohl auch Do-it-yourself-Projekte. Natürlich findet er auch noch viele Themen aus dem Family-Bereich, also was uns gerade so interessiert oder bewegt. Das werdet ihr alles auf dem Blog nachlesen können. Und ich freue mich auch sehr, dass wir zusammen in einem Boot sitzen, und weil Mee ist Fotografin. Und ich glaube auch, dass es ganz toll ist, dass du auf jeden Fall deine Expertise als Fotograf damit einfließen lässt. Ne? Also dieses optische, schöne, da ja, hast du ein natürlich sehr gutes Auge dafür. Ich bin übrigens auch Mutter eines kleinen Sohnes. Er ist nur 3 Wochen jünger als Noah. Und wir haben uns immer irgendwie ausgetauscht über das erste Babyjahr. Before you came round, durch der Noahs Finger. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Von den ersten Strapazen, von den Stillproblemen und was isst du jetzt mit deinem Kind zum Mittag? Wir haben uns die ganze Zeit ständig hin und her geschrieben, bis wir dann gemerkt haben, das, was ich ihr erzähle, hat sie inspiriert und genauso umgekehrt. Und wir wollen einfach euch allen da draußen auch daran teilnehmen lassen. Und ja, meine YouTube-Videos werden dort auch integriert. Also ich werde auch euch immer wieder hier auf YouTube auf einige Blogbeiträge aufmerksam machen und auch verlinken. Und wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Blog auch folgen würdet und auch mal vorbeischaut. Und hinterlasst auch gerne dort Kommentare zu den Beiträgen, die euch interessieren. Wenn ihr eh diesen Kanal abonniert habt, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal die richtige Zielgruppe für diesen Blog. Und wir freuen uns sehr, 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 dieses Baby mit euch teilen zu können. Ja! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video und auf dem Blog. Seid gespannt. Bis bald. Tschüss. Each time I leave, you come follow me, begging for me.